USA hat Ukraine gekauft, um Krieg gegen Russland zu führen. In der Tat hat das alles eine lange Vorgeschichte. Sie begann vor 170 Jahren. Krass, historisch wird's hier. Dass sogar Europa den USA sagte, bitte vergesst die Ukraine, ihr wisst selbst, dass es eine schlechte Idee ist. Ich frage mich, ob alle deutschen Bürger, die gerade dafür sind, dass wir Ukraine mit Waffen und etc. unterstützen, so, diese ganzen Informationen haben und das wirklich auf dem Schirm haben und wissen. Ich gehe nicht davon aus, um ehrlich zu sein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Jeffrey Sachs. USA hat Ukraine gekauft, um Krieg gegen Russland zu führen. Miese Ukraine-Recherche, ich küsse eure Zirbeldrüse, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Let's go. Eigentlich fing es ganz einfach an, nämlich damit, dass die US-Regierung, nennen wir sie nicht das amerikanische Volk, das Volk hat damit nichts zu tun, sagte, dass wir die Ukraine auf unsere Seite ziehen und uns der 2100 Kilometer langen ukrainisch-russischen Grenze nähern werden, wo wir unsere Truppen und NATO-Truppen stationieren werden und vielleicht auch Raketen und alles, was uns einfällt. Denn wir sind die einzige Supermacht der Welt und wir machen, was wir wollen. Das hört sich sehr krass nach Amis an. Wir machen, was wir wollen, Digga. So. Die Amis sind crazy, ja. Мира и делаем, что хотим. The sole superpower of the world, and we do what we want. In der Tat hat das alles eine lange Vorgeschichte. Sie begann vor 170 Jahren. Die Briten waren die Ersten, die Russland einkreisen wollten, um es seines Staates... Krass, historisch wird's hier. ...als Großmacht in der Schwarzmeerregion zu berauben. Der Krimkrieg von 1853 und 1856 war die Idee von Lord Palmerston. Die Briten lehrten... Das Video ist einfach dreisprachig, Digga. Habt ihr es gecheckt gerade? Dreisprachig. Es ist Englisch, dann auf Russisch übersetzt und dann auf Deutsch. Uns, dass das Russische Reich einen Zugang zum Nahen Osten über das Mittelmeer braucht und wenn das Schwarze Meer für Russland blockiert ist, dann wird Russland zu einem Land der zweiten oder dritten Liga. Zbigniew Brzezinski, einer unserer führenden Geostrategen dieser Epoche, schrieb bereits 1997, let's do it, lasst uns Russland in der Schwarzmeerregion einkesseln. So entstand die Idee, die NATO zu erweitern, sodass jedes Land in der Schwarzmeerregion rund um Russland sofort ein NATO-Land werden würde. Damals war nur die Türkei ein NATO-Land. Und wir werden Rumänien und Bulgarien sowie die Ukraine und auch Georgien einnehmen. Wenn wir die Schwarzmeerregion beherrschen, wird von Russland nichts mehr übrig sein. Wenn wir Russland in ein Nichts verwandeln, werden wir Eurasien als Ganzes kontrollieren. Das heißt, die gesamte Strecke von Europa bis Zentralasien. Und wenn wir unseren Einfluss in Ostasien mit einbeziehen, werden wir die amerikanische Unipolarität bekommen. Daraufhin sagten uns die Russen, bitte macht das nicht, lasst eure Truppen, eure Waffen und eure Raketen nicht bis zu unserer Grenze vordringen. Dies weiß ich mit Sicherheit, denn ich war in dieser Zeit dort. Tucker Carlsons Gesichtsausdrücke teilweise richtig geil, ne? Gorbatschow noch Jelzin wollten Krieg. Sie wollten keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten und betrachteten sich nicht als besiegt. Sie sagten, dass sie lediglich zusammenarbeiten und den Kalten Krieg beenden wollten. Sie wollten Teil der Weltwirtschaft sein, also eine normal funktionierende Wirtschaft. Wortwörtlich. Das hat man auch rausgehört bei der Rede von Putin im Deutschen Bundestag auf Deutsch, wo er da die Rede gehalten hat, so. Die wollten lange Zeit ein Teil von dieser ganzen, von diesem System sein, von diesem Wirtschaftssystem auch, Europa etc. pp. Aber ich glaube, die Amis haben halt immer wieder dafür gesorgt, dass da Spaltung betrieben wird.
auch zwischen jetzt zum Beispiel Deutschland und Russland, weil wenn Russland sich auch zu sehr verbündet hätte mit Europa oder mit Deutschland generell, dann, wie gesagt, dann wäre es halt eine Gefahr gewesen für Amerika. Die wollen natürlich das Imperium bleiben und müssen alles, was eventuell daran rücken könnte, unterdrücken und bekämpfen. Wir wollen eine normale Gesellschaft sein, verbunden mit euch, verbunden mit Europa, verbunden mit Asien und den Vereinigten Staaten. Wir sagten ihnen damals, dass wir das verstehen, aber uns wurde klar, dass wir diejenigen waren, die gewannen. Genau das war uns klar. Und da das der Fall ist, macht ihr, was wir sagen, und wir entscheiden, wie die Figuren angeordnet werden. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam Putin. Putins wichtigstes Geschäftsprojekt war eine gute Zusammenarbeit mit Europa. Das war im Jahr 2000. Nun, 1999 bombardierten wir Belgrad, 78 Tage lang. Eine Fehlentscheidung, absolut. Wir bombardierten 78 Tage lang die Hauptstadt von Europa. Serbien gefiel uns nicht. Serbien lag nahe an Russland. Aber wir sind die einzige Supermacht und wir machen, was wir wollen. So spalten wir Serbien und schufen das neue Land Kosovo. Unserem Verständnis nach errichteten wir dort einen großen NATO-Stützpunkt. Das war das eigentliche Ziel. Nun, im Jahr 2002 stiegen die USA einseitig aus dem Raketenabwehrabkommen aus. Aber es war einer der Stabilisierungen. Crazy, Digga, voll interessant. Was ich, wo ich überzeugt von bin, ist, dass wir eigentlich als Weltbevölkerung so, ich glaube, die meisten Menschen haben Frieden und Liebe in ihrem Herzen, so, weißt du? Und ich glaube, es wäre auch möglich, dass Menschen miteinander in Frieden leben, auch auf der ganzen Welt. Ich glaube, es muss keine Kriege geben. Ich glaube, es muss nicht so sein, dass wir immer kämpfen um Macht und wir wollen das Imperium sein, etc. pp. Ich glaube, es ist einfach die Komplexe von einigen wenigen, die dafür sorgen, so, weißt du? Von einigen wenigen Industrien und mächtigen Menschen auf der Welt, die einfach immer die Macht über andere haben möchten und deswegen verursachen, dass andere Länder sich bekriegen teilweise und immer für Unruhe sorgen, so, weißt du? Es ist einfach heutzutage so, dass viel zu viele Industrien damit Geld verdienen mit dem Krieg und dass es halt Menschen gibt, die an der Macht sind, die kein gutes Interesse für die Menschheit generell im Interesse haben, so, weißt du? Ich glaube, wenn die beiden Sachen nicht vorhanden wären, würde sowas wie Weltfrieden schon funktionieren können, glaube ich. Dazu müssen wir alle erstmal wieder ein bisschen göttlicher werden. Faktoren für die Beziehungen zu Russland und für das globale nukleare Gleichgewicht. Absolut gefährlich. Und die USA begannen einseitig mit der Stationierung von Aegis-Raketen, zunächst in Polen, dann in Rumänien. Die Russen sagen, Moment mal, was platziert ihr denn da? Das ist doch nur ein paar Minuten von Moskau entfernt. Das ist total destabilisierend. Wäre es nicht besser, irgendwie mit uns zu reden? Und 2004 traten 7 weitere Länder der NATO bei. Lettland, Litauen, Estland, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien. Rumänien und Bulgarien waren schon immer am Schwarzen Meer präsent, aber jetzt sind sie plötzlich zu nordatlantischen Ländern geworden. Doch wir setzten den Plan um, der eindeutig besagt, Russland umzingeln. Im Jahr 2007 hielt Präsident Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine weitere... Ist der geilste. Klare Rede. Sehr kraftvoll, sehr richtig, sehr enttäuscht. Dort sagte er, meine Herren, Sie haben uns 1990 versprochen, dass die NATO niemals erweitert wird. Das war ein Versprechen an Präsident Gorbatschow und das war ein Versprechen an Präsident Jelzin. Sie haben getäuscht, Sie haben mehrmals betrogen und Sie gestehen nicht einmal ein, dass Sie es versprochen haben. Das gehört zum Politikersein dazu, mein Jutster. Obwohl alles auf tausenden von Archivseiten klar dokumentiert ist, ist es leicht nachzuprüfen. James Baker, unser dritter Außenminister, sagte, die NATO würde sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen. Und das war keine leichtfertige Aussage. Das war eine Aussage, die immer wieder wiederholt wurde. Dasselbe geschah mit Hans-Dietrich Genscher, dem deutschen Außenminister, denn die Deutschen wollten die Wiedervereinigung.
Gorbatschow sagte, die UdSSR wird es unterstützen, aber wir wollen nicht, dass es auf unsere Kosten geschieht. Nein, nein, es wird nicht auf ihre Kosten geschehen. Die NATO wird sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen, Mr. President. Mr. President, das wurde viele Male wiederholt. Krass. In vielen Dokumenten, in vielen Erklärungen des NATO-Generalsekretärs des Das ist auch so eine Sache, die man sich mal richtig bewusst machen muss. Auch. Das ist eine Sache, die schockiert mich schon, seitdem ich kleiner bin, so, dass einfach eine Mauer in Deutschland gab. So. Dass einfach Deutschland geteilt war in zwei verschiedene Länder. So. Das ist voll krass irgendwie. Vor allem, weil der Mauerfall war ja in dem Jahr, wo ich geboren bin quasi. Und ich habe davon nichts mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz war das immer so eine Sache, wenn ich davon gehört habe und mich damit beschäftigt habe, war ich immer schockiert irgendwie. Ich dachte immer so, krass, Digga, guck mal. Einfach, Deutschland war geteilt. Teilweise wurden ja auch Familien gespalten und so. Auch meine Großeltern haben mir da Storys erzählt und so. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass mich das so geschockt hat, weil das quasi, ja, im Jahr, wo ich geboren bin, wurde das Land erst wieder vereinigt, so. Crazy. Ist das des deutschen Bundeskanzlers. Nun wird... Da Leute sind geflohen, wurden abgeknallt an der Grenze und so. Das ist voll der Film. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Alles natürlich von unserer außenpolitischen Gemeinschaft geleugnet. Und wir sollten uns nicht an irgendetwas erinnern. Man sollte sich nur daran erinnern, dass der Angriff Russlands nicht provoziert wurde. Kehren wir also ins Jahr 2007 zurück. Putin hält eine Rede und sagt, stopp, ohne überhaupt an die Ukraine zu denken. Obwohl die Grenze zur Ukraine 2100 Kilometer lang ist. Die Ukraine ist Teil der absolut integrierten Wirtschaft der gesamten Region. Und ich weiß von Insidern aus der diplomatischen Arbeit, wo ich tätig war, dass sogar Europa den USA sagte, bitte vergesst die Ukraine, ihr wisst selbst, dass es eine schlechte Idee ist. Hört einfach auf. Das ist Common Sense, Bro, das ist ja logisch, Digga, weißt du, wie ich meine? Also die... Aber Bush hat diese Entscheidung getroffen. Die Amis haben das bewusst gemacht, bewusst, um diesen Konflikt halt zu provozieren. Okay, aber wissen Sie, was ich diesbezüglich sagen will? Zuerst sagte er zu den Europäern, ich höre euch, das werde ich nicht tun. Ich weiß nicht, was dann geschah, aber ich weiß, dass er zu den europäischen Staatsführern zurückkehrte und sagte, nein, wir werden es trotzdem tun. Sie protestierten. Nein, nein, das werden wir nicht tun. Und dann fand 2008 der NATO-Gipfel in Bukarest statt, wo die Europäer, die Bundeskanzlerin, der französische Präsident, sie alle Bush anflehten, George, tu es nicht, das ist extrem gefährlich. Diese ganzen Schwanzlutscher, Digga, warum trefft ihr euch nicht, ganz ehrlich jetzt mal so, ne? Wenn die den da so angefleht haben, dass er es bitte nicht tun soll, ne? Und dann tut er es trotzdem. Warum steht ihr denn jetzt alle hinter dem Maniacs? So. Europa mal seine eigenen Eier in die Hand nimmt und sagt, wir treffen eigene Entscheidungen, ne? Ob das mal irgendwann noch der Fall sein wird, Bro. Wirklich eine Provokation. Wir brauchen nicht, dass die NATO sich der russischen Grenze nähert. Aber... Stellt euch vor, Digga, Deutschland BRICS-Staaten einfach mit in die BRICS mit rein. Das würde ich fühlen, Digga, sowas, weißt du, sowas Verrücktes so. Bush zwang, zwang und zwang. Schließlich handelt es sich im Wesentlichen um ein US-Bündnis und jeder verpflichtete sich, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden würde. Putin erschien am nächsten Tag in Bukarest und sagte erneut, tut es nicht, das ist völlig leichtsinnig. In der Tat, das ist unsere grundlegende rote Linie. Tut es nicht, die Russen sind sich über jeden Schritt in diesem Prozess im Klaren. Es ist also etwas schiefgelaufen, aber was ist schiefgelaufen? Die Ukrainer wollten die NATO-Erweiterung nicht, die Ukrainer selbst wollten sie nicht, sie sind dagegen. Ihre öffentliche Meinung ist klar, nein, das ist sehr gefährlich, Neutralität ist sicherer. Wir liegen zwischen Ost und West und sie wählen Viktor Janukowitsch zum Präsidenten. Und danke, da haben dann wieder die Amis das Finger ins Spiel, die Finger ins Spiel gebracht und haben den doch gestürzt, glaube ich, ne? Und Zelensky, den Schauspieler, der mit Penis Klavier spielt, installiert. Stimmt. Dies ist ein Präsident, der sagt, wir werden einfach neutral sein, auf jeden Fall.
USA? Was zum Teufel ist das? Was für eine Wahl hat die Ukraine denn? So wird Janukowitsch zum offensichtlichen Feind der Neokonservativen. Und sie fangen an zu handeln, natürlich so, wie es die USA normalerweise tun. Wir müssen diesen Kerl loswerden. Vielleicht wählen wir dann seinen Gegner. Vielleicht erwischen wir ihn bei irgendetwas und so weiter und so fort. Und tatsächlich, Ende 2013 schüren die USA eine Krise, die sich zu einem Aufstand und dann zu einem Staatsstreich ausweitet. Was war genau, was haben die gemacht? Auch hier weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die USA stark involviert waren. Damals standen amerikanische Senatoren im Zentrum von Kiew und sagten zu den Demonstranten, wir stehen zu 100% hinter euch. Und Victoria Nuland ist bekannt dafür, dass sie Kekse verteilt. Aber es war viel mehr als nur Kekse, das kann ich Ihnen sagen. Also verschworen sich die USA mit dem ukrainischen rechten Sektor, um mit den Nazis, Digga, Janukowitsch zu stürzen. In der dritten Februarwoche 2014 fand der Genauso wie die USA sich auch mit vielen Terrororganisationen zusammengetan hat, um gewisse Präsidenten zu stürzen, die haben die nicht gefühlt, deswegen haben die sich mit Terrororganisationen zusammengetan, um einen Präsidenten zu stürzen. Und das wird immer wieder passieren. Und im Nachhinein wollen sie dann diese Organisation wieder bekämpfen, so weißt du? Das ist einfach immer das gleiche Spiel so. Immer das gleiche. Man muss eigentlich nur hingucken, ein bisschen Historie sich reinziehen und so, dann wirst du erkennen, dass es immer wieder das gleiche Spiel ist. Seltsame Umsturz statt. Das war der Beginn dieses Krieges. Dieser Krieg begann nicht erst 2022, sondern bereits 2014. Damals brach der Krieg aus. Es war ein gewaltsamer Staatsstreich, wodurch der ukrainische Präsident, der die Neutralität wollte, gestürzt wurde. Was war denn da der Ursprung, die Ursache? Das würde mich mal, wie wurde das verursacht, dieser Putsch? Wie wurde das verursacht? Mit welchen Themen und wie hat das funktioniert? Das würde mich jetzt eigentlich im Detail noch mal ein bisschen interessieren gerade. Als er brutal gestürzt wurde, sagten ihm seine Sicherheitsleute, du wirst getötet werden. Also flog er nach Charkow und noch am selben Tag nach Russland. Die USA erkannten die neue Regierung nach dem Staatsstreich unverzüglich an. Der Präsident ist nach Russland geflohen? Genau so führt die CIA ihre Regimewechseloperationen durch. So begann der Krieg. Die damalige Sichtweise Putins war absolut richtig. Ich werde nicht zulassen, dass die NATO mir meine Marine und meinen Marinestützpunkt auf der Krim wegnimmt. Dies ist eine ernste Situation. Seit 1783 befindet sich in Sewastopol der russische Marinestützpunkt im Schwarzen Meer, der Gegenstand des Krimkrieges war und eigentlich auch der Gegenstand des jetzigen Krieges ist. Und jetzt sagen sie zu Putin, oh, die NATO kommt hierher, auf keinen Fall. Und so organisiert Russland ein Referendum. Dies ist eine russische Region und die Unterstützung ist beeindruckend. Ich frage mich, ob alle deutschen Bürger, die gerade dafür sind, dass wir Ukraine mit Waffen und etc. unterstützen, so diese ganzen Informationen haben und das wirklich auf dem Schirm haben und wissen. Ich gehe nicht davon aus, um ehrlich zu sein. Danke. Wir sind mit Russland, nicht mit eurer neuen Regierung, die aus einem Staatsstreich hervorgegangen ist. In den östlichen Gebieten, die ethnisch russisch sind, im Donbass, findet ein Aufstand statt. Im Donbass, in Lugansk, in Donetsk. Als Reaktion darauf kommt es zu massiver Gewalt. Der Krieg begann also im Jahr 2014. Es wäre für jeden, der überhaupt normale Zeitungen liest, seltsam, von einem unprovozierten Angriff im Jahr 2022 zu sprechen. Das ist das, wo die meisten Leute hingucken. Die gucken nur auf diesen Angriff 2022 und dann sagen die, okay, das ist gerechtfertigt, dies, das. Genauso wie die bei Israel und Palästina auch nur auf den 7. Oktober gucken, was da passiert ist und gar nicht verstehen wollen, was die Historie dahinter ist. Und es juckt die alle nicht mehr. Aber wie auch immer, der Krieg begann damals und wir werfen Russland mangelnde Diplomatie vor. Obwohl es bei uns üblich ist, jemanden einen Vorwurf zu machen. Oh, denen kann man nicht trauen. Wir brechen jedes einzelne Abkommen. Wir brechen das Abkommen, sich nicht einen Zentimeter nach Osten zu bewegen.
Wir brechen das Raketenabwehrabkommen. Wir haben so viele NATO-Kriege nach eigenem Belieben geführt. Dabei habe ich noch nicht einmal den Versuch der CIA in Syrien erwähnt, Assad zu stürzen, in Libyen und so weiter. Und wir lehnen auch die Minsk-Abkommen ab. So erklärte Angela Merkel in einem schockierend ehrlichen Interview aus dem vergangenen Jahr auf die Frage, warum Deutschland nicht an der Umsetzung der Minsker Abkommen mitwirkt. Schließlich waren Deutschland und Frankreich die Garanten des Minsker Abkommens im sogenannten Normandie-Format, wie folgt. Krass. Nun, wir dachten einfach, es würde den Ukrainern etwas Zeit geben, sich zusammenzureißen. Mit anderen Worten, sie waren falsche Garanten und die USA haben nur gelogen. Und ich kenne hochrangige ukrainische Regierungsmitglieder, die zu mir sagten, Jeff, wir werden nichts durchsetzen. Das geschah mit vorgehaltener Waffe. Wir müssen dem nicht zustimmen. Die ganze Diplomatie wurde also zunichte gemacht. Crazy, Digga. Wer ist denn Jeffrey Sachs eigentlich? Muss ich mal kurz mies recherchieren, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Jeffrey, mein Jutster. US-amerikanischer Ökonom. Er war von 2002 bis 2006 Sonderberater der Millennium Development Goals. Er ist Direktor des UN Sustainable Development Solutions Network. Von 2002 bis 2016 war er Direktor des Earth Instituts an der Columbia University. Crazy. Earth Institute in Man, Alter. Gib mir die Earth Institute-Vibes, Digga. Krass, noch nie von ihm gehört. Der Krieg ging weiter. Die USA versorgten die Ukraine mit Waffen und errichteten das, was die größte Armee Europas sein sollte. In der Tat eine riesige Armee, welche von Russland beobachtet und in Frage gestellt wurde. Was macht ihr da? Wisst ihr, dass ihr die Minsker Abkommen nicht einhaltet? Ihr baut eine riesige Armee auf. Finanziert von der NATO? Eigentlich von den Vereinigten Staaten finanziert. Putin trifft sich mit Biden im Jahr 2021 und nach dem Treffen legt er den Entwurf eines Sicherheitsabkommens zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auf den Tisch. Ja, er legte ihn am 15. Dezember 2021 auf den Tisch. Es lohnt sich zu lesen. Es handelt sich um ein berechtigtes Dokument. Ich bin mit einigen seiner Bestimmungen nicht einverstanden, aber es handelt sich um eine Verhandlungsposition, mit der man arbeiten kann. Meiner Meinung nach besteht der Kern des Dokuments darin, die NATO-Erweiterung zu stoppen. Und ich selbst habe damals das Weiße Haus angerufen und gesagt, beginnt nicht wegen dieser Situation. Der ruft einfach mal kurz im Weißen Haus an, oder was, Digga? Scheint schon Connections zu haben, der Cousin, ne? Kurz angerufen, Digga. Joe, ja, Maniak, mach nicht! Und einen Krieg. Mit wem haben Sie gesprochen? Ich habe mit Jake Sullivan gesprochen und ihm gesagt, wir sollten wegen dieser Situation nicht in den Krieg... Oder Jake. Wir müssen die Sicherheit der USA ausbauen. In der Tat steht die NATO-Erweiterung im Widerspruch zur Sicherheit der USA. Die Vereinigten Staaten sollten sich nicht der russischen Grenze nähern. Genau so werden wir in den Dritten Weltkrieg hineingezogen. Was immer noch nicht ausgeschlossen ist, Digga. Leider. Als Antwort? Nein, Jeff, keine Sorge, es wird keinen Krieg geben. Und wir haben uns da hardcore mit reinziehen lassen, Digga. Es wird keinen Krieg... Und wir nicht... 0% niente damit zu tun haben, Digga. Eben, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben einen diplomatischen Ansatz. Ich sagte, Jake, die Grundlage der Diplomatie ist die Verhandlung. Nun, das haben die Menschen vergessen heutzutage, gerade die Politiker. Die Grundlage der Diplomatie ist die Verhandlung. Nein, wir verhandeln nicht mit dem. Der ist der neue Adolf Hitler, bla bla bla. So haben die Putin bei uns in den Nachrichten dargestellt. Das ist so crazy, Alter. Wie willst du für Frieden sorgen, wenn du nicht mit den Leuten reden willst, so? Wie soll das gehen? Wie willst du denn mit jemandem, jetzt mal, brich es doch einfach mal auf dein eigenes Leben runter, so. Du hast Beef mit jemandem, du hast Stress, Bro. Und du würdest es gerne klären. Wie klärst du das? Wie klärst du das, Digga? Indem du irgendwelche Freunde anrufst und sagst, ey, mobb den mal, oder? Keine Ahnung, Digga. Wie klärst du es? Indem du dich hinsetzt und redest, Bro. Diplomatisch. Das ist der einfachste und sicherste Weg, auch um Konflikte zu klären, ist reden.
kam die offizielle Antwort der Vereinigten Staaten. Der Punkt ist, dass NATO-Fragen nicht verhandelbar sind. Sie betreffen nur NATO-Länder und NATO-Kandidaten. Drittländer haben damit nichts zu tun. Das heißt, Russland ist völlig irrelevant. 30 Jahre der Provokation, in denen wir nicht eine Sekunde lang eine friedliche Lösung akzeptieren konnten. Wir haben immer getan, was wir wollten, wo immer wir wollten. Und niemand hatte ein Mitspracherecht in der Sache. Millionen von Menschen sind in amerikanischen Kriegen gestorben, weil wir es so wollten. Wenn du ein großer Junge bist, brauchst du davor keine Angst zu haben. Das hat nichts mit Moral zu tun, nichts mit den westlichen Werten, nichts mit den amerikanischen Werten. Es hat nicht einmal etwas mit amerikanischen Interessen zu tun, wenn ich es richtig sehe. Obwohl man sagt, dass es um amerikanische Interessen geht. Wir haben seit 2001 etwa 7 Billionen Dollar für diese sinnlosen, unendlichen Kriege ausgegeben. Real talk, bro. Что речь идет об американских интересах, мы потратили порядка 7 триллионов долларов на эти безрассудные, нескончаемые... Scheißdreck um irgendwelche Interessen, Digga. Am Ende des Tages geht's um Macht und Geld. Ich denke, das war die klarste und ehrlichste Beschreibung dessen, was derzeit in der Ukraine passiert, die ich je gehört habe. Schon krass, Digga. Ich habe auch einiges dazugelernt auf jeden Fall hier gerade. Vielen Dank dafür. Den müssten die mal einladen bei Markus Lanz, Digi. Es ist sehr ernst, derartige Dinge zu erwähnen, ohne sich Gedanken über die Risiken für sich selbst zu machen. Ich mache mir Sorgen über die Risiken eines Atomkriegs. Das stimmt. Ich mache mir wirklich Sorgen. Glauben Sie, dass der durchschnittliche Amerikaner, ich sagte, das sei meine letzte Frage, aber ich habe noch eine. Glauben Sie, dass der Durchschnittsamerikaner, selbst wenn er informiert ist, überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie nahe wir daran sind, uns gegenseitig zu vernichten? Ich würde die Frage mal jetzt ummünzen auf den Durchschnittsdeutschen. Nee, ich glaube nicht, Bro. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann würden Menschen anders reden und anders denken. Ich glaube, die Menschen sind besorgt und sie sind keine sorglosen Touristen. Die Menschen sind mit der Außenpolitik dieser Regierung nicht einverstanden. Aber die Menschen sind auch sehr verwirrt, weil es keine klaren Informationen gibt. Das ist es, Digga. Genau den du gerade sagst. So. Die Menschen sind verwirrt, weil es keine glaubwürdigen Informationen mehr gibt. Das ist der Größte. Sie interviewen Präsident Putin und dann hören wir, was er sagt und denken darüber nach. Ich meine, es war ein monumentales Ereignis, Tucker, und extrem wichtig. Aber das passiert nicht sehr oft. Es war so herausragend, dass es ihnen nicht erlaubt war, es zu tun. Wir durften es nicht anhören. Und Amerikaner, meiner Meinung nach, sind so. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber sie wissen nicht genau, wie sie es herausfinden können, was genau nicht stimmt. Das ist eine der größten Probleme, die wir in dieser aktuellen Phase gerade auf der Erde haben. So. Der Informationskrieg. Dass man nicht mehr weiß, wie man wirklich an Informationen rankommt, die glaubwürdig sind. So. Das ist ein Riesenproblem aktuell. Das Vertrauen in die Regierung ist extrem gering. Und dieses geringe Vertrauen ist leider wohl verdient, denn unsere Regierung lügt. Regierung und Medien. Beides. Und lügt und lügt. Sie versucht nicht einmal die Wahrheit zu sagen. Sie versucht ein Narrativ zu schaffen. Alles, was wir hören, ist, haltet euch vom Klippenrand fern, bleibt weg von der Klippe. Nun, wie nah sind wir am... Redet mit Präsident Putin, verhandelt mit China, verhandelt über eine Zwei-Staaten-Lösung, um den Krieg im Nahen Osten zu beenden. Hört auf, so zu tun, als ob ihr die Welt regiert, denn das tut ihr nicht. Vielen Dank dafür und ich hoffe, Sie werden überall gehört. Episches Interview, Digga, sag ich dir ehrlich. Druzhba. Sergei Filbert. Druzhba, Iron Man, Alter. Interessante Geschichte, Alter. Mal den ganzen USA-Ukraine-Russland-Krieg gebreakdownt hier. Mal reingezogen. Mal ein bisschen mehr Verständnis dazu bekommen, als das, was uns in den deutschen Medien präsentiert wird. Ich liebe euch. Schreibt mir gerne auch eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Haltet schön die Ohren steif. Und ja, Mann.
Lasst euch nicht unterkriegen, alles wird gut. Ich liebe euch. Bis dahin. Peace out, Alter.